Tio, hallo YouTube, liebe Messerfreunde. Jo, ich war gestern in Bremen. Hatte da sowieso was zu tun in Bremen und bei der Gelegenheit wollte ich doch unbedingt auch mal beim Haus- und Hoflieferanten vom Klaus Miller vorbeischauen, und zwar bei Hansa Jagdausrüstungs GmbH. Bahnhofstraße, könnt ihr sehen, die Adresse. Ja, ich habe da mal ein bisschen reingeschaut, habe mir da auch einige Messer zeigen lassen. Allerdings die Modelle, für die ich mich interessiert hatte, die waren nicht da am Lager. Einige Böker Plus Modelle. Ich habe mir da einiges angeschaut und mich umgeschaut im Laden, sehr interessant. Auch für Jäger, Angler und Sportschützen und so weiter. Ganz interessanter Laden. Schaut mal vorbei. Sehr freundliche Bedienung. Dann bin ich wieder rausgegangen. War schon so ein bisschen frustriert, weil ich eigentlich mit dem Drang, irgendwie was mitzunehmen, da in den Laden betreten habe. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch so kennt. Ja, da habe ich draußen nochmal mir die Nase platt gedrückt am Schaufenster und da habe ich dann plötzlich das Objekt meiner Begierde im Schaufenster gesehen, bin wieder reingestaffelt und ich konnte dann nicht widerstehen und ich habe mir also hier ein wunderschönes Messerchen gegönnt. Schuld ist vorwiegend der Dennis von Fuwa Forest Film und natürlich der Klaus, ne, weil er mir den Laden empfohlen hat. Naja, nicht ganz ernst gemeint. So, von rechts kommt jetzt hier das wunderschöne Teil ins Bild. Ja, jetzt brauche ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Das Climbar, Victorinox Climbar in der Gold-Edition 2016. Tja, das hat mir in zig Videos schon sehr gut gefallen. Vom Michael, vom Indoor Ranger, gibt es da ein wunderschönes Video. Und vom Dirk. Tja, schaut euch das Teil an. Ist das nicht wunderschön? Ja gut, und jetzt, das wurde ja auch in anderen Videos schon erzählt, kann man natürlich sagen, Mensch, 63 Euro für so ein Messer, wo man das normale zum halben Preis ungefähr bekommt. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn das normale Climbar 60 Euro kosten würde, würde ich es persönlich immer noch nicht als überteuert oder total überzogen bezeichnen. Nicht? Wenn ich an andere Messer denke, die 200, 300, 400 Euro kosten, 1000 Euro. Naja, aber das ist meine Meinung zu dieser ganzen Thematik. Man versucht ja auch im Nachhinein sich diesen Kauf irgendeines Teils dann auch schön zu reden, recht zu fertigen. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt die richtigen Worte finde, aber ihr wisst wahrscheinlich genau, was ich meine, ne? Ja, ich habe es übrigens auch mal auf die Waage gelegt. 101 Gramm habe ich gemessen, weil da so ein bisschen eine Diskussion aufkam, warum dieses Teil nun etwas schwerer ist wie das Originale. Ja, so, ich werde es euch jetzt nicht weiter vorstellen. Da gibt es zigtausend Videos auf YouTube. Schaut mal beim Indoor Ranger, bei Michael vorbei. Der hat auch ein ganz tolles Video über das Teil gemacht. Ich wollte es nur mal ganz cool und kurz vor die Kamera halten hier. Und bekennen, dass ich wieder mal schwach geworden bin. Ne? Und der Dennis hat ja die Frage gestellt, braucht man ein Climbar in Gold? Man braucht es natürlich nicht, aber es ist einfach toll, eins zu besitzen. So, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Moin.